Davor nach dem 1-1 scheidet Maus aus der Europa League. Jetzt so kurz nach dem Schlusspfiff ist die Gefühlslage. Ja, scheiße. Ist ganz klar, es war zu wenig heute und so haben wir es auch nicht verdient, weiterzukommen. Und da müssen wir uns steigern, ganz klar. In der ersten Halbzeit ist man überhaupt nicht gegangen. Am Schluss hat man einen Schuss auf das Goal, wo man 45 Minuten noch erreicht. Was ist los gewesen? Wie erklärst du die erste Halbzeit? Ja, ist eigentlich schwierig zu erklären. Ich habe nicht unbedingt das Gefühl gehabt, dass das Glasgow mega besser ist oder viel besser ist als wir. Aber wir haben irgendwie viel zu viele einfache Fehler gemacht. Wir sind nicht wirklich ins Spiel reingekommen. Und durch das haben wir den Gegner eigentlich aufgebaut. Durch genau die kleinen Sachen, die wir falsch gemacht haben, durch Foulpass, durch taktische Fehler. Und das ist dann, so baust du halt so eine Mannschaft auf, die hier daheim spielt. Aber jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass sie viel besser waren. Was uns von der Rang her schwierig hat, denke ich, zum Einschätzen, ist, dass der Rang irgendwie extrem viel Ausrutscher, Unkontrolliertheiten. Erzähl uns mal, wie war es, auf dem Platz zu stehen, dass wir einen Eindruck gewinnen von diesem Platz? Ja, der Platz selber war eigentlich gut gewesen. Der war einfach extrem schnell gewesen, sicher. Aber es war für beide Mannschaften gleich gewesen. Von dem her, wir haben gestern das Training drauf gehabt. Und dem ist es sicher nicht gelegen. Der Platz war tiptop gewesen. Und wir müssen auf jedem Untergrund können spielen. Jetzt scheidet man in einer stark besetzten Gruppe mit Feyenoord, Rangers und Porto aus mit beachtlichen 8 Punkten. Klar, jetzt ist die Enttäuschung gross. Und gleich hat man sich wacker geschlagen, bis zum letzten Spieltag alles offen gehalten. Und die Kampagne hat so auch gute Sachen gehabt. Oder? Ja, es hat sicher ein paar Sachen gehabt, die positiv waren. Aber jetzt geht es so kurz nach dem Ausscheiden. Ist schwierig, das zu sehen. Denke, wir haben eine grosse Chance ausgerechnet. Und wenn man die zweite Halbzeit gesehen hat, dann wäre das eigentlich berechtigt gewesen. Aber es reicht nicht 45 Minuten auf diesem Niveau. Und ich hoffe, ein bisschen mit Abstand gibt uns das wieder ein bisschen Mut für die Rückrunde. Aber klar, auch wenn es knapp ist, es ist einfach scheiße, wenn du so ausscheidest. Ja. Das letzte Wort noch zu den 2500 mitgereisten IB-Fans, die man permanent hat gehört und gesehen auf der Ränge. Was sagst du zum gelb-schwarzen Anhang? Top. Das ist eigentlich das Einzige, was von Anfang an parat war. Die Zuschauer, ist geil, wenn du auswärts so einen Support hast. Die waren ab der ersten Minute parat, die waren 90 Minuten parat. Und das macht sehr viel Spass. Und wir haben versucht, in der zweiten Halbzeit doch etwas zurückzugeben. Leider hat es nicht ganz gelangt, aber merci vielmals für den Support. Ja, Fasi, trotz einem Steigerungslauf reicht es am Schluss nicht zum Sieg, weil man die erste Halbzeit irgendwie komplett nicht so geraten konnte, wie man sich das vorgestellt hat. Ja, das ist passend analysiert. Die erste Halbzeit haben wir wirklich nicht das auf den Platz gebracht, wo wir uns vorgenommen haben. Wir haben wirklich uns viel vorgenommen jetzt nach dem letzten Spiel. Da haben wir fast von Glück reden, sind wir nur mit 1-0 in Pause. Auch wenn es das eine Goal ein Geschenk ist, das wir gemacht haben. Und zum Glück können die zweite Hälfte doch noch ein bisschen zeigen, was wir können. Aber ich habe vorher schon ein paar Mal gesagt, europäisch lange sind halt einmal nicht, wenn man nur 45 Minuten den Fußball zeigt, den man kann. Gibt es schon Erklärungen, die du hast für die erste Halbzeit, die man dermassen verpasst hat? Nein, ist immer noch schwierig zu sagen. Manchmal überlegt man sich dann auch, warum das plötzlich die zweite Hälfte dann dementsprechend anders ist. Also irgendwie redet man zwar miteinander, aber viel anders passiert dann irgendwie auch nicht auf dem Platz. Es sind immer noch die gleichen 11 Spieler, aber irgendwie geht trotzdem in den Ruck die Mannschaft. Von dem her ist es momentan auch noch schwierig zu sagen, warum die erste Halbzeit so war und die zweite so. Aber vielleicht ist es an der Mentalität gelegen, dass wir doch nicht bereit sind, den Kampf direkt anzunehmen, dass sie so kommen. Wir haben es zwar gewusst, also immer wieder gesagt, aber ist manchmal einfacher gesagt als gemacht. Etwas, was für uns schwierig war zum Einschätzen von der Ränge, war der Platz. Irgendwie hat es gedacht, etwas muss komisch sein mit dem. Viel Ausrutschen hat es immer wieder gegeben, viele so unkontrollierte Bälle, die sie durchgerutscht. Ist irgendetwas komisch mit dem Rasen? Ja, es war sicherlich einfach extrem schnell. Es war tief halt natürlich von der Nessi. Aber und der Ball ist jetzt, also ich suche jetzt da keine Ausrede, aber wenn ich schon gefragt werde, der Ball ist ein bisschen speziell, der ist so ein bisschen, also wenn man die Tenne, der ist so ein bisschen glitschig. Und auch am Fuß, wenn man irgendwo, eben vor allem bei Ballannahmen mitnehmen, da tut wie der Fuß am Ball so direkt abklatschen und dann kannst du ihn nicht sauber mitnehmen. Das ist heute oftmals passiert dann die sogenannten Stockfehler, wo man halt dann zu viel drin gehört. Aber der Platz ist eigentlich okay. Das sind Sachen, wir haben eben gestern schon darauf trainiert. Man weiß es ja dann auch, man kann sich darauf einstellen. Von dem her sollte das dann sicherlich keine Ausrede sein. Jetzt ist klar, die Enttäuschung gross. Wenn du so ein versuchst, eine Bilanz zu ziehen von diesen 6 Spieltagen in dieser hochdekorierten Gruppe, wo man am Schluss auf dem 3. Platz abschließt, das ist die Bilanz.
Ja, ist eigentlich, jetzt direkt nach dem Spiel ist natürlich die Enttäuschung riesig. Vielleicht auch, wenn das anfangs der Kampagne gesagt hat, dass wir so eine Top-Gruppe uns so gut eigentlich verkaufen und so viele Punkte holen, dann haben wir das vielleicht unterschrieben. Aber jetzt, haben wir so nahe dran waren und es wirklich in der eigenen Beine hatten, noch mit dem Heimspiel, ja, dann nervt es einem einfach. Man ist wirklich enttäuscht, das wäre mehr reingelegen, man hätte gerne dann die K.O.-Spiele gehabt. Ja, gemischte Gefühl. Man muss zufrieden sein, irgendwo durch, denke ich. Auch heute, wir verlieren schlussendlich auch nicht, aber irgendwie fühlt es sich halt so an. Und ja, wie gesagt, irgendwie ein bisschen stolz und trotzdem auch grosser Frust jetzt direkt nach Abpfiff. Vielleicht ist es dann ein paar Wochen ein bisschen anders. Also, gutes Einordnen und gute Aufarbeitung. Merci, Fabio.